So wurde ich Roulette Millionär Buch von Selzank, Kenzi Selnk, Kenzi Roulette Roulette System Video. Die Entwicklung meiner kleinen Systemstudie zieht sich über einen längeren Zeitpunkt hin. Vor einigen Jahren beschäftigte ich mit Varianten des Systems eines auf dem normalen Markt erhältlichen Systems. Da mir damals ein Computerprogramm zur Verfügung stand, welches 6 Variationen von diesem enthielt, beeindruckte mich besonders eine Satzart des Systems, welches den Arbeitstitel Vorwärts fix trug. Die Plus-Minus-Kurve verlief meiner Ansicht nach ziemlich ausgeglichen, es wurde Sätze auf allen 6 einfachen Chancen ausgeführt, aber für mich ebenfalls damals noch sehr wichtig, es kamen keine Doppelsätze vor. Ich setzte außerdem eine modifizierte amerikanische Abstrichprogression ein, und zwar eine mit den Signalen und eine gegen die Signale oder anders ausgedrückt, eine auf Plus und eine auf Minus, natürlich wurden nur die Differenzsätze wirklich ausgesetzt. Gemeinsam mit einem Freund zusammen spielten wir auf diese Art und Weise real in einem deutschen Casino und gewannen bei ca. 2 O-Besuchen 228 Stücke. Trotz aller möglichen Sicherheitsvorkehrungen, die ich ins praktische Spiel eingearbeitet hatte, war mir die Ausschläge im Minusbereich zu hoch, die im Kapitalbedarf ihre Auswirkungen zeigte. So stellten wir das praktische Spiel wieder ein, weil meine Nerven zu stark strapaziert wurden. Aber die Grundidee ließ mich in den folgenden Jahren nicht mehr los, und so entwickelt sich auf der damaligen Basis ein Konzept, welches auf einem neuen Marsch aufbaut und durch den Einsatz getrennter Progressionen auf den einzelnen Chancenpaaren durch das Prinzip der gegenseitigen Hilfeleistungen den Kapitalbedarf in Grenzen hält, aber immer noch die Grundidee beinhaltet. Hier folgt nun der momentane Stand meiner Überlegungen. Der erste Schritt. Da lange Serien nicht in mein Spielkonzept passen, brauchte ich möglichst ausgeglichene Permanenzabschnitte. Daher stellte ich Versuche an, indem ich zuerst einmal immer die letzten 6 gefallenen Korps darauf untersuchte, ob eine 3:3 Verteilung vorlag, danach betrachtete ich auch experimentell die letzten 7 Korps auf eine 3:4 oder 4:3 Verteilung. Oder die letzten 8 Korps auf eine 4:4 Verteilung. Oder die letzten 9 Korps auf eine 5:4 oder 4:5 Verteilung. Oder die letzten 10 Korps auf eine 5:5 Verteilung. Nach vielen langen Versuchen habe ich mich für die 4:4 Verteilung entschieden, weil mir diese Verteilung am geeignetsten erschien. In Bezug auf Satzhäufigkeit erscheint das die optimale Lösung zu sein, da auch hierbei kaum die unerwünschten Dreifachsätze auftreten. Dazu nun einige Beispiele. Die ersten 8 Korps ergeben auf dem Chancenpaar Warung eine 3:5 Verteilung. Es fallen 3 schwarze und 5 rote Zahlen, also sind hier die Vorbedingungen von einer 4:4-Verteilung nicht erfüllt und es kann nicht gesetzt werden. Auf dem Chancenpaar Pair Empire ist die Vorbedingung erfüllt mit 4 Pair und 4 Empire Verbuchungen erfüllt und es kann gesetzt werden. Dasselbe gilt für Passer Manque, es fallen 4 Passe und 4 Manque-Zahlen, auch hier kann nun gesetzt werden. Wichtig, es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge die einzelnen Chancen gefallen sind, die Hauptsache ist eine 4:4 Verteilung in den letzten 8 Korps. Dieses sind immer die Satzvorbedingungen, welche Chance gesetzt wird, erkläre ich etwas später. Wenn nun die nächste Zahl geworfen wird, betrachte ich wieder die letzten 8 Korps. Auf dem Formular habe ich neben der Aufschlüsselung der Chancen eine Spalte eingerichtet, in der ich einen Strich bei der Zahl eintrage, die aus der Betrachtung rausfällt. Damit erreiche ich eine gute Übersicht über die letzten 8 gefallenen Zahlen. Ich habe zuerst mit einer Abdeckschablone gearbeitet, aber so ist die Übersicht zweifelsfrei gewährleistet und der Aufwand geringer. Hier folgt nun ein weiteres Beispiel. Wieder haben wir bei Invaruge bei den letzten 8 Korps eine 3:5 Verteilung, hier darf also nicht gesetzt werden, aber bei Pair Empire und Passer Manque ist wieder eine 4:4 Verteilung entstanden, also kann beim 10. Coup wieder gesetzt werden. Und jetzt folgt noch ein letztes Beispiel dazu. Invaruge hat eine 2:6 Verteilung, kein Satzsignal. Pair Empire hat eine 4:4 Verteilung, Satzsignal. Passer Manque hat eine 2:6 Verteilung, kein Satzsignal.
Durch diese Verteilung in den letzten 8 Korps ist bei realen Sätzen die Gefahr, gegen eine Serie zu spielen, weitgehend ausgeschaltet. In unserem Spiel brauchen wir viel Wechsel von Treffer und Nichttreffer, da wir auch oft gegen die Signale spielen und dadurch bedingt auch normale Minustreffer ein Plus bringen. Im Augenblick hört sich das verwirrend an, aber keine Angst, es wird später ohne Probleme jedem klar werden, was gemeint ist. Doch nun stellt sich die Frage, was setzen wir, wenn die 4:4 Verteilung entstanden ist? Dazu braucht man sich nur 2 einfache Regeln zu merken. Bei einer 4:4 Verteilung in den letzten 8 Korps betrachten wir den vorletzten Coup. Ist dieser erstens ein isolierter Einer, Einzelkorb, setzen wir auf Fortsetzung der Intermittenz. Zweitens ein Serienkorb, setzen wir auf Serie. Das ist alles, einfacher geht es wohl nicht. Nun folgen zum besseren Verständnis auch hierzu einige Beispiele. Bei allen 3 Chancenpaaren besteht eine 4:4 Verteilung. Bei dem Chancenpaar Waruga ist der 7. Coup ein Serienkorb. Im 8. Coup fällt mit der 34 eine rote Zahl, also Satz auf Serie gleich Rouge. Bei dem Chancenpaar Perempire ist der 7. Coup ein isolierter Einer, Intermittenzkorb. Nachdem im 8. Coup mit der 34 eine Perzahl fällt, setzen wir auf Fortsetzung der Intermittenz auf Empire. Bei dem Chancenpaar Passamanque ist der 7. Coup ein Serienkorb. Im 8. Coup fällt mit der 34 eine Passezahl, also Satz auf Serie gleich Passe. Nun folgt ein weiteres Beispiel. Es fällt nun die 9. Bei jedem Chancenpaar markieren wir in den dafür vorgesehenen Spalten den Coup im Anfang, der nun herausfällt, mit einem Querstrich. Nun können wir wieder ohne Probleme die letzten 8 Coup erkennen, es handelt sich bei allen 3 Chancenpaaren wieder um eine 4:4 Verteilung. Ich habe dieses Beispiel konstruiert, um die Satzweise zeigen zu können. Bei dem Chancenpaar Waruga ist der vorletzte Coup, das ist der 7. Coup der 8er Betrachtungsstrecke, ein Serienkorb. Nun fällt mit der 9 eine rote Zahl, also Satz auf Serie gleich Rouge. Bei dem Chancenpaar Perempire ist auch der vorletzte Coup der letzten 8 Korps wieder ein isolierter Einer, Intermittenzkorb. Nachdem nun mit der 9 eine Empire-Zahl fällt, setzen wir auf Fortsetzung der Intermittenz auf Per. Bei dem Chancenpaar Passamanque ist der vorletzte Coup der Verteilungsstrecke ein Serienkorb. Da die 9 eine Manque-Zahl ist, Satz auf Serie gleich Manque. Um alle Zweifel auszuräumen, möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es auf die vorletzte gefallene, 7. Zahl der Verteilungsstrecke ankommt. Dieser kann sowohl mit dem 6. als auch mit dem 8. Coup der 4:4 verteilten Strecke einen Serienkorb bilden. Wir setzen dann immer auf Serie. Der vorletzte Coup ist nur dann ein isolierter Einer, wenn er zwischen dem 6. und 8. Coup der Verteilungsstrecke steht und mit keiner der beiden Zahlen eine Serie bildet. Wir setzen dann immer auf Intermittenz. Und jetzt noch ein letztes Beispiel. Es fällt nun die 6. Bei jedem Chancenpaar markieren wir wieder in den dafür vorgesehenen Spalten den Coup im Anfang, der nun herausfällt, mit einem Querstrich, um wieder ohne Probleme die letzten 8 Coup erkennen zu können. Es handelt sich bei allen 3 Chancenpaaren wieder um eine 4:4 Verteilung. Ich habe auch dieses Beispiel wieder konstruiert, um die Satzweise zeigen zu können, in der Praxis kommt es nicht so oft vor, dass Dreifachsätze entstehen. Bei dem Chancenpaar Waruga ist der vorletzte Coup ein Serienkorb. Im 8. Coup der betrachteten Verteilungsstrecke fällt mit der 6 eine schwarze Zahl, also Satz auf Serien gleich wahr. Bei dem Chancenpaar Perempire ist auch der vorletzte Coup wieder ein isolierter Einer, Intermittenzkorb. Nachdem im letzten Coup mit der 6 eine Perzahl fällt, setzen wir auf Fortsetzung der Intermittenz auf Empire. Beim Chancenpaar Passamanque ist der 7. Coup der 8er Verteilungsstrecke ein Serienkorb. Die zuletzt gefallene 6 ist wieder eine Manque-Zahl, also Satz auf Serie gleich Manque. Das dürfte hiermit ausreichend erklärt sein und keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Ein wesentlicher Bestandteil dieser kleinen Systemstudie ist die Progression. Es handelt sich hierbei um die amerikanische Abstrichprogression, die ich für Anfänger noch einmal ausführlich erklären möchte.